So, weiter geht's jetzt mit der Denkarium-Erinnerung. Und wir betreten deswegen hier mal dieses Räumchen. So, auf geht's. In der letzten Folge haben wir uns ein Grabhorn geschnappt. Und heute geht's weiter mit der letzten. Das ist die letzte Prüfung. Vielleicht hatte Professor Rackham ja recht damit, ihm zu vertrauen. Ich jedoch bin noch nicht überzeugt. Isadora war nicht, was sie zu sein schien. Ich hoffe nur, dass das bei Ihnen anders ist. Ich tue mein Bestes. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die Sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Na dann, auf. Ich gehe mal davon aus, dass die Nummer noch mal ein bisschen härter wird als die letzten Prüfungen. Also auf jeden Fall die letzte Prüfung, weil die war Pipifax. So, Sanbakas Erinnerung. Gucken wir uns mal an. Hallo? Isadora? Isadora? Ach, Mr. Morganack, ich... Mr. Morganack? Sam, gut, dass Sie da sind. Isadora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater... Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isadora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Wir müssen jetzt zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Was haben Sie getan? Tief einatmen. Schüler, Isadora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz. Ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden. Nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isadora, runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus!
What the fuck? Sie lebt. Der Karium-Artefakt bekommen. Wie soll ich den magischen Gang gehen? Nichts lieber als das. Kartenkammer. Sprich mit den Hütern. Ich glaube, das war. Nein. Ich gehe davon aus, das war's noch nicht. Wo sie gegen Isidora gekämpft haben. Befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen, ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis noch vor Renrock erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen sie aus den 4 Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Renrock. Wenn er, wie sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab sofort herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Dann machen wir das doch gleich. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Renrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Renrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, Professor. Bis dann. Okay. Ich sag bloß, wir sind durch mit der Prüfung. Also. Ja. Aber ich muss noch ein Level absteigen. Und da bekomme ich dann Avada Kedavra. So, das heißt, wir müssen jetzt erstmal noch Aufgaben erledigen. Ich habe das allerdings können wir noch nicht machen. Wir sind noch nicht vom Level her hoch genug. Wir brauchen noch ein bisschen. Okay. Schade. Aber scheinbar sind wir tatsächlich durch mit der Prüfung. Das kann doch nicht sein. Das ist doch absurd. Das ist doch jetzt. Ja, doch, tatsächlich. Tatsächlich. Wow, puh. Also ich muss sagen, die letzten Prüfungen waren äußerst enttäuschend. Ich hatte mehr erwartet. Muss ich zugeben. Wir reisen rüber nach Hogsmeade. Wir müssen erstens möchte ich meine Tränke ein bisschen auffüllen. Wenn das irgendwie möglich ist, weil ich brauche dringend Mega Power Tränke.
Und zweitens müssen wir sowieso mit Mr. Ollivander quatschen wegen der... So richtig, Hobbs? Ja. Ich höre, in puncto Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen ja, Sie bitte. Sich ruhig um. Ich brauche... Kostet nur 3 Stück. Herzhaft. Eine weise Entscheidung. Ich kaufe dir jetzt erstmal die Vorräte leer. Sagst du nichts, oder? Super. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Hey, ich hab jetzt zumindest mal wieder Pega Power Tränke gesammelt. So, und die Mission mit dem Ollivander-Ding machen wir dann in der nächsten Episode. Bis dahin, tschüss.